So, wir befinden uns jetzt hier im Inventar und das allererste, was ihr auf jeden Fall immer machen müsst, ist eure Waffen verschrotten. Ihr sammelt im Laufe des Spiels sowieso genug Waffen und das Waffenverschrotten ist extrem wichtig. Ich empfehle euch, die Waffen, die ihr nicht verschrotten wollt, welche ihr zum Beispiel auch in der Story freischaltet, so wie diese hier, das sind immer die Ultimate-Waffen, empfehle ich euch dann mit L2 zu markieren als Favorit. Denn so könnt ihr jetzt einfach R3 gedrückt halten und alles andere wird dann als Schrott markiert. Und wenn ihr dann R2 gedrückt haltet, verschrottet ihr alles. So, und dieses flüssige Metall und die Superlegierung, die beiden Komponenten sind extrem wichtig für die Forschung und um eure Waffe nachzujustieren. Dazu kommen wir aber gleich. So, jetzt kommen wir mal zu den Modulen bei den Waffen. Ich habe extra hier eine Waffe, wo keine Module drauf sind. Links seht ihr den angewendeten Wert, wenn ihr Module ausrüstet. Der Damage-Schaden pro Sekunde steht hier, 14.252. Und es sind euch hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Und ihr könnt euch natürlich jede Waffe so anpassen, wie ihr das wollt. Wollt ihr extra Elektroschaden? Wollt ihr extra Feuerschaden? Dafür braucht ihr natürlich die passenden Module, die ihr dann hinterher auch aufwerten könnt. Aber sagen wir einfach mal, wir nehmen Munition pro Magazin plus 8% und Schusswaffenangriff plus 1%. Dann seht ihr direkt, wenn ich es ausrüste, dass die Waffe dann pro Sekunde 360 mehr Schaden macht. So. Und die Zahl 5 hier oben bedeutet, dass ihr 5 von der kompletten Kapazität von den 44 damit belegt. Zu beachten ist, sobald ihr das auflevelt, verbraucht es immer mehr Kapazität, also mehr Modulkapazität. Das heißt, hinterher solltet ihr dann doch schon schauen, was genau ihr levelt, denn dann könnt ihr nicht mehr alle Plätze belegen. Ich sage euch aber gleich, wie ihr die Modulkapazität noch erhöhen könnt. Wir packen jetzt einfach mal ein paar Module hier drauf und gucken uns einfach mal am Ende dann links den Wert an. Genauigkeit nehmen wir mal rein. Gift, Angriff in Höhe von 8% des Schuss, das nehmen wir auch mal. So. Und verstärkter Drall, das könnten wir auch nehmen. Dann machen wir direkt plus 2067 mehr Schaden pro Sekunde. Das ist auch schon. Man könnte jetzt natürlich auch noch die Feuerrate steigern, aber bei einem taktischen Gewehr, ja, wäre ich jetzt nicht so dafür. Schusswaffenangriff plus 16%, Feuerrate minus 6%. Bei einem taktischen Gewehr gar kein Thema. Da sieht man es direkt. Mehr Schaden pro Sekunde. Und hier könnten wir den auch nochmal auswählen und sind dann bei 31 von 44. So. Den wählen wir auch mal aus und den auch. So, 43 von 44 haben wir noch einen Platz. Eventuell leveln wir noch einen. Und jetzt seht ihr schon hier, jetzt haben wir 4000 mehr an Schaden pro Sekunde. Und hier seht ihr dann die Attribute, wie das zustande gekommen ist. Und die Genauigkeit zählt jetzt nicht zum Schaden der Sekunde. Schaden pro Sekunde dazu. Aber damit ihr so einen groben Überblick habt, seht ihr dann, wie viel Schaden hier die Waffe verursacht. Wenn ihr euch absolut nicht entscheiden könnt, dann könnt ihr natürlich hier noch auf empfohlenes Modul ausrüsten gehen. Dann werdet ihr sehen, dass dass die komplette Kapazität ausgereizt wird. Und das basiert halt auf den besten 10% der erfolgreichen Abfangeinsätze. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber dann habt ihr natürlich jetzt hier 17.822. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gerade hatte, aber das ist halt, wie gesagt, immer persönliche Präferenz. So, als nächstes haben wir die Nachfahrenmodule. Das ist ungefähr genau das gleiche wie bei den Waffen, nur dass das für euren Charakter ist. Und hier könnt ihr auch auswählen, was euch am besten gefällt. Ich habe zum Beispiel Verteidigung auch hochgelevelt, weil Verteidigung ist mega wichtig. Bunny hat nicht wirklich viel Verteidigung, also an Wert. Schon von Grund aus hat die ganz wenig Verteidigung. Und alles, was mit den Fertigkeiten zu tun hat, auch super wichtig. Egal, ob es die Reichweite ist oder die Fertigkeitsstärke-Modifikator, das sind alles Sachen, die super powerful sind, gerade im Kampf. Und
Ich habe jetzt schon ein paar neue Sachen gesammelt. Das ist jetzt hier noch mein altes Setup. Aber hier verhält es sich genau wie mit den Waffen. Ihr könnt die Sachen leveln. Ihr habt rechts die Modulkapazität. 47 von 50 habe ich jetzt. Ihr könnt das auch erhöhen. Das erkläre ich euch gleich, wie das geht. Es geht auf zwei Wege. Aber der eine Weg ist immer automatisch. Und bei diesem anderen, den kann ich euch jetzt schon mal vorab sagen, ist die Modulzusatzeinstellung. Da ist die ganze Zeit ein rotes Ausrufezeichen, weil ich das extra noch nicht gemacht habe. Hier könnt ihr die maximale Kapazität steigern. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr Level 40 erreicht, hier diesen Energieaktivator. Wenn ihr den benutzt, dann ist der natürlich weg, hier 1 von 1. Und ihr habt aber dann plus 20 an der maximalen Kapazität. Falls ihr den Energieaktivator nochmal erforschen möchtet, dann braucht ihr auf der linken Seite die aufgelisteten Materialien. Wie man die bekommt, zeige ich euch gleich auch noch. So, und hier links haben wir dann wieder den angewendeten Wert, was verändert wurde, wenn ihr die Module ausrüstet. Und es gibt hier kein richtig, kein falsch. Nur solltet ihr auch eventuell, wenn ihr die Story spielt oder irgendeine Mission macht, wo ihr zum Beispiel Widerstand gegen Elektro braucht, dann solltet ihr auch sowas ausrüsten. Natürlich müsst ihr das auch erstmal finden, beziehungsweise es muss gedroppt werden, aber das ist das kleinere Problem. So, das waren die Module für die Nachfahren. Ihr habt oben noch Einstellungen 1, 2 und 3 für verschiedene Setups, wie ich gesagt habe, zum Beispiel Gift, Frost oder Elektro. Und ja, damit sollte es euch leichter fallen, euren Charakter perfekt auszurüsten. So, die nächste Sache wäre auf der rechten Seite einmal der Reaktor und die externen Komponenten. Wir klicken einmal auf den Reaktor. Ich habe für Bunny natürlich den Strommechanikreaktor ausgewählt. Der steigert nämlich die Elektrofertigkeitsstärke um 0,2. Und wenn ihr den Donnerkäfig ausgerüstet habt, dann habt ihr nochmal eine Fertigkeitsstärke von 160%. Und ihr seht natürlich unten die Werte von den einzelnen Fähigkeiten bzw. von den Fertigkeiten. Und ganz unten steht dann nochmal Steigerung der Elektrofertigkeitsstärke 0,033 und Steigerung der attributlosen Fertigkeitsstärke 0,005. So, jetzt kommen wir mal zu den externen Komponenten. Ich habe hier sehr viel Wert auf Verteidigung gelegt. Eigentlich habe ich alles nur mit Verteidigung außer das hier. Das hat aber einen bestimmten Grund, den erzähle ich euch gleich. So, wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann habt ihr hier eure Sachen. Und wenn ihr L3 drückt, dann könnt ihr das vergleichen mit dem, was ihr ausgerüstet habt. Dann könnt ihr immer gucken, ist das besser, ist das schlechter. Das ist jetzt Schild, das benutze ich nicht. Das könnt ihr aber selbst entscheiden, ob ihr was ihr nehmt. Es kommt auch immer auf den Charakter an, welchen Wert man auf jeden Fall verstärken möchte. Ich hab hier auf jeden Fall Verteidigung genommen. Und wie gesagt, hier zum Beispiel dieser Sensor. Ihr müsst euch diese Namen gar nicht merken, sondern guckt einfach immer nur, was steht da. Steht da Max LP, Verteidigung, Schild, MP und dann seid ihr eigentlich auch schon ready to go. Lasst euch von den Namen einfach nicht bekloppt machen. Natürlich gibt es hier wieder verschiedene Seltenheitsstufen, wie bei allen Sachen. Und ab der Seltenheitsstufe Lila gibt es dann hier auch wieder zusätzliche Fertigkeiten, die noch, also hier zum Beispiel Max LP 179 und MP Wiederherstellung außerhalb des Kampfes 0,862. Das haben die Blauen nicht und wie gesagt, die Ultimate sind dann auf jeden Fall nochmal eine Stufe besser. Das, was ihr nicht braucht, empfehle ich euch auch wieder, alles als Schrott markieren, mit R3 gedrückt halten, dann wieder R2 drücken und dadurch erhaltet ihr den leeren Organismus. Und das ist auch sehr wichtig, um wieder neue Sachen zu erforschen.
So, ich habe euch ja gesagt, dass ihr für die, also dass ihr die Sachen immer erforschen sollt, eure Waffen verschrotten, eure Module verschrotten, eure Reaktoren verschrotten und dann, wenn ihr an die Werkbank geht, habt ihr die Waffenstufenübertragung. Das heißt, zum Beispiel diese Waffe habe ich auf Level 1, das ist von der Story und um die natürlich auf ein gewisses Level zu bringen, braucht ihr andere Waffen, die ein höheres Level haben. Und ich habe jetzt einfach mal dieses hier ausgewählt. Und nur als Beispiel wäre dann der Schusswaffenschaden nach der Aufwertung auf Level 33 um einiges gestiegen, wie ihr seht. So, dafür verbrauche ich die präzisen Phasenwechsler. Die erforscht man mit flüssigem Metall. Flüssiges Metall gibt es nur durch Waffen verschrotten. Und zwar durch die lilanen Waffen, durch die seltenen. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Deswegen sage ich immer, erforscht einfach jedes Mal, wenn ihr da seid und ihr könnt was erforschen, tut es einfach. Es schadet euch nicht und ihr könnt es dann auch nach ein paar Minuten dann einfach abholen und wieder neu erforschen. Denn wenn ihr dann irgendwann denkt, yo, ich level jetzt meine Waffe auf, weil die braucht ein paar Level höher und ihr habt nichts mehr davon, dann ja, steht ihr euch auf jeden Fall im Hals. Jetzt kommen wir zur Waffennachjustierung. Die Waffennachjustierung ist nichts anderes als die zusätzlichen Fertigkeiten eurer Waffe zu verändern. Beziehungsweise ihr könnt die neu würfeln. Und zwar habe ich ja jetzt hier diese vier Waffenoptionen. Und natürlich ist Gold wieder das Beste, Ultimate. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich sperre diese Option. So, das kostet mich dann aber zweimal dieses Nachjustierungsmaterial. Das erforscht ihr auch wieder mit flüssigem Metall. Bedeutet, ihr müsst eure Waffen verschrotten. Desto mehr Funktionen ihr hier sperrt, desto teurer wird das Ganze. Denn dann wird nur dieses neu gewürfelt und ihr behaltet dann diese Eigenschaften. Kostet dann natürlich auch mehr Gold und 20 von der Optimierungssperre. Ich habe das gestern auch sogar mal gemacht, deswegen ist die Waffe auch so, wie sie ist. Ich hatte, drei Sachen einfach neu gewürfelt und das kam dann dabei raus. Und jetzt habe ich natürlich, wie ihr seht, keine mehr und muss erstmal wieder nachforschen bzw. neue Sachen craften. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist die Spezialfähigkeit zu verbessern. Das funktioniert aber nur bei den Ultimate-Waffen, weil die anderen Waffen, alles was unter Ultimate ist, hat keine Spezialfähigkeit. So, wenn ich jetzt hier auf den Donnerkäfig gehe, ich habe hier schon ein Level erhöht, das passiert automatisch in der Story. Und ihr braucht dazu aber nochmal den Donnerkäfig. Ihr müsst einen Donnerkäfig dafür opfern, um die Stufe der Spezialfähigkeit zu steigern. Und die erste bekommt man per Story automatisch. Und danach müsstet ihr die Waffe erforschen. Das letzte, was wir an der Werkbank machen können, ist die Reaktorverbesserung. Die Reaktorverbesserung hat nichts mit dem Level zu tun, sondern ihr verbessert damit die Fertigkeitsstärke. Für das Blaue braucht man hier zum Beispiel den normalen Ionenbeschleuniger. Den kann man auch erforschen. Und für den Ultimate bräuchtet ihr zum Beispiel den seltenen, präzisen Ionenbeschleuniger. Den könnt ihr mit Supraleiterkern erforschen. Und das ist auch eine Sache, die müsst ihr euch unbedingt merken. Egal wo Lootboxen rumliegen, schlagt die kaputt und sammelt es ein. Ihr werdet mir später danken. Jetzt kommen wir noch zu was Wichtigem und zwar ist hier der Silion und hier könnt ihr Module verbessern oder zerlegen. Ich zeige euch erstmal am besten, wie man Module zerlegt bzw. warum ihr die zerlegen solltet. Und zwar könnt ihr euch mit L3 doppelte Module anzeigen lassen, alle die ihr doppelt habt. Und könnt die dann natürlich mit X, hier unten zerlegen. Und erhaltet dann 4800 Kuiper-Splitter. Die Kuiper-Splitter sind super wichtig, um eure Module zu verbessern. Und zwar, ich habe hier die Module einmal von dem Nachfahren und von den Waffen. Es werden euch nur die Module angezeigt von den Waffen, die ihr ausgerüstet habt, logischerweise. Und wir klicken einfach mal auf so ein Nachfahren-Modul. Wenn ich jetzt hier auf Verteidigung gehe, dann würde das die Kapazitätskosten von 12 auf 13 erhöhen. Heißt, ich hätte dann 42 von 50. Um das Ganze zu erforschen, brauche ich den Meisterschaftsrang 7. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, brauche ich Meisterschaftsrang 8. Und mit den Kapazitätskosten geht es dann immer so weiter. Und irgendwann habt ihr dann auch halt euer Limit erreicht.
Und das kostet mich jetzt für zwei Stufen 25.000 Kuiper-Splitter und 250.000 Gold. Deswegen habe ich gesagt, diese Splitter sind Gold wert, hätte ich jetzt fast gesagt. Und desto weiter das hier natürlich geht, desto höher muss euer Meisterschaftsrang sein. Und wo ihr den genau erhöht, erzähle ich euch auch gleich. Und im Grunde genommen könnt ihr dann hier auch wieder aussuchen, welche Eigenschaft ihr verbessern wollt. Das ist euch überlassen. Lasst euch nicht einreden, was am besten ist. Probiert einfach rum. Guckt, was euch am besten passt. Und dann werdet ihr auf jeden Fall schon das richtige Setup finden. Zu guter Letzt könnt ihr noch Module kombinieren. Das bedeutet, ihr könnt euch hier welche aussuchen. Natürlich wäre es besser, wenn ihr doppelte Module habt, beziehungsweise welche mit den gleichen Eigenschaften. Ich packe jetzt einfach mal hier welche rein, um zu gucken, was dabei rauskommt. Das habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. Kostet mich jetzt 4.000 und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Kombinieren. Oh. Fertigkeitsstärke plus 12, Fusionsfertigkeitsstärke, Modifikator plus 6. Ja, nice. Ja, da könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Irgendwann hat man sowieso alles doppelt und dreifach. Und ja, das war das Module kombinieren. So, ich habe euch ja gesagt, dass ihr euch die Namen und alles nicht merken müsst. Ihr müsst auch euch nicht merken, was ihr wofür braucht. Denn wenn ihr aufs Touchpad drückt auf der PlayStation, öffnet sich das bzw. die Karte und dann habt ihr oben den Informationsreiter. Und hier ist euer Zentrum für alles, was ihr braucht. Wenn ihr zum Beispiel Verbesserungsmaterialien braucht, dann könnt ihr hier draufklicken. Und hier seht ihr ja, habe ich euch gesagt, flüssiges Metall. Und wenn ihr Viereck drückt, dann seht ihr, wo ihr das bekommt. Und hier steht dann halt auch Waffen zerlegen. Das ist halt der einzigste Weg, wie ihr da rankommt. Aber da ihr sowieso genug Waffen im Laufe des Spiels sammelt, sollte das gar kein Problem sein. Wie gesagt, das hier ist euer Go-To-Place. Wenn ihr irgendwas suchen wollt oder erforschen wollt, wissen wollt, wo ihr die Materialien bekommt, zum Beispiel die Module. Ihr könnt euch hier anzeigen lassen, welche Munition ihr im Modul haben wollt. Ihr müsst natürlich für diese oberen Sachen hier, für die Ultimate-Sachen in der Story erstmal voranschreiten. Hier müsst ihr das sogar auf schwer abschließen. Und die seltenen Module, die könnt ihr natürlich auch erhalten bei verschiedenen Missionen. Und das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, sage ich mal. Denn egal, was ihr sucht, ihr findet es hier. Materialien zum Erforschen, Magnetspule, ihr seht, wo das ist. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen hier, Superlegierung, die sind auch alles, beziehungsweise die sind jedes Mal in den Kisten drin, wenn ihr eine Mission macht. Ihr könnt auf dem Controller R3 drücken und könnt dann die Raserei aktivieren und dann zeigt ihr euch die Munitionskisten und Lootboxen an. Zu guter Letzt zeige ich euch, wo man den Meisterschaftsrang erhöht. Und zwar macht ihr das bei den Händen des Ursprungs. Ihr klickt hier drauf und dann Meisterschaftsrangaufstieg. Und wenn ihr aufsteigen könnt, seht ihr dann immer, was erhöht wird. Das ist dann natürlich die Kapazität der Module bei den Waffen, bei den Nachfahrenmodulen und bei den Ausrüstungsplatz. Lagerplatz bekommt ihr mehr und Verbrauchsgegenstand Inventar, Formstabilisator, Inventarlimit wird nicht erhöht. So, hier unten steht auch, wie viel EP ihr noch braucht für den Meisterschaftsrang. Und der Meisterschaftsrang dauert ein bisschen länger als euer Charakterlevel. Wenn ihr eine Mission anfangt, dann seht ihr natürlich immer, wie viel Meisterschaftsrang ihr am Ende der Mission erhaltet. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass jeder Nachfahre erspielbar ist, aber ihr müsst erstmal in der Story voranschreiten, um die benötigten Teile auch grinden zu können. Hier zum Beispiel seht ihr auf der linken Seite, was man für dieses eine Produkt braucht. Das sind 4 Komponenten und wenn ihr auch wieder auf Viereck drückt, dann steht keine Information. Das ist aber nicht schlimm, weil ihr hier gucken müsst. Lasst euch nicht beirren, denn ihr braucht 4, also beziehungsweise diese 4 Komponenten, um das zu erforschen. So, und wenn ihr jetzt hier drauf klickt, auf Viereck, dann steht hier, wo ihr das erhaltet. Und sobald ihr das dann alles zusammengegrindet habt, könnt ihr das eine Teil erforschen. Und dann könnt ihr euch auf das nächste fokussieren. Wie gesagt, immer auf der rechten Seite schauen, Viereck drücken
das hier könnte ich jetzt noch nicht machen, weil ich noch nicht weit genug bin. Aber wie gesagt, jeder Charakter ist erspielbar oder ihr gebt halt Geld aus und kauft ihn euch. Den letzten Tipp, den ich euch noch geben kann, ist, wie ihr am schnellsten euren Charakter aufleveln könnt. Und zwar, wenn ihr in Kingston alles abgeschlossen habt, dann habt ihr hier den Sondereinsatz Verteidige die Albion-Ressourcen. Da klickt ihr einmal drauf, geht auf Mission starten und dann sucht ihr auch schon andere Spieler, die das gerade machen. Und ihr könnt bis zur 7. Welle machen, wenn ihr Bock habt, noch weiter, je nachdem wie viele Leute dann natürlich auch noch weiterspielen. Bekommt eine Menge an Gold und definitiv jede Menge XP. So, ich mache jetzt noch die paar Wellen hier. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ein Abo wäre natürlich noch viel geiler. Und schaut mal in die Beschreibung, wenn ihr mich supporten wollt. Ich habe einen Creator-Code. Bedeutet, wenn ihr in dem Game was kauft, Skins oder ähnliches, dann bekomme ich einen kleinen Support, beziehungsweise ihr unterstützt somit meinen Kanal. Ihr profitiert auch davon, wenn Kampagnen im Game sind, dann erhaltet ihr auch Belohnungen und könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr mich supporten wollt oder nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei The First Descendant.